Nur 6 Grad. Ich habe nur hier so eine kleine winddichte Hose dabei. Vielleicht ist sie noch ein bisschen zu regendicht. Dafür bin ich oben dick eingepackt. Hoffentlich. Ich habe noch eine Regenjacke dabei. Hoffen wir, dass es passt. Mammutmarsch. Herbst 2023 kann beginnen. By the way, mein Rucksack hat jetzt strong, ich würde schätzen so 12 bis 15 Kilo. Wird auf jeden Fall lustig. Ich sehe schon etwas, was ihr nicht seht. Der erste Teilnehmer ist am Start. Ja, es gibt mehrere Teilnehmer wieder. Es ist nicht Manuel, das kann ich schon mal sagen, aber es wird richtig lustig. René, was geht? Hast du Bock? Es wird richtig geil, oder? Ja, ich habe keine Kopfhörer. Ich habe einen dir mitgebracht. Bin ja gut vorbereitet. Ich konnte gar nicht einschlafen. Dann habe ich mir noch so gedacht, ja, okay, wir schreiben mal Maxim, dass ich dann mit dir zu ihm komme. Weil wenn es zu spät ist, dann ist es halt blöd. Weil jetzt können wir noch wach klingeln. Er hat das zumindest gelesen. Meinen guten Morgen hat er nicht gelesen. Ich habe ganz viel Essen eingepackt. Ich habe 3 Liter Wasser dabei. Ich habe sogar noch Tee dabei. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? 20, ja. 24 schon? 4.20 Uhr. 4.20 Uhr ungefähr, ja. Wo ist Maxim? René hat gerade mit ihm telefoniert, hat ihm gerade gesagt, dass wir vor seiner Haustür sind. Ich höre was. Das wird geil. Es geht los. Es geht los, Jungs. Die Horrorkinder sind da. Wecker hat langsam nicht geklingelt. Es geht los. Der Wecker hat nicht geklingelt. Ich wusste es. Kannst du dich schnell fertig machen? Ja. Hast du alles gepackt? Wir warten. Der Wecker hat nicht geklingelt. Wir warten gerade. So, Jungs, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? Sagen wir 25, passt. Halb, Alter. Halb, ja. Let's go. So, Jungs, es geht los, wir sind jetzt alle zusammen. Hier ist der Maxim. Let's go. Let's go. Der Typ war eben noch am Pennen, der hat den Wecker verschlafen. Auf jeden Fall. Es geht los, Jungs. Wir haben gerade noch Jäger gehört, aber das ist in die Richtung, wo wir nicht hinlaufen wollen. Das passt. Der Sternenhimmel ist wunderschön. Wir haben jetzt 4.35 Uhr ungefähr. Wir laufen schon so anderthalb Stunden bis dunkel jetzt. Jo. Wir sehen uns. Jungs, es geht rein in den Wald. Richtig lustig. Da vorne ist der Maxim. Hier, man sieht, also wir sehen jetzt in echt mehr, muss man sagen. Man sieht jetzt halt gar nichts aus der Rinne. Schön hinter mir, da vorne ist der Maxim. Schön vorne. Jo, in den Wald. Es geht los. Hier. Lustig. Let's go. Wenn wir irgendwas sehen, ein Wildschwein, melden wir uns. Tunnel! Leuchtet mal richtig hell. Leuchtet mal hinten rein, leuchtet mal hinten rein. Das ist. Sieht man gar nicht. So, Jungs, wir sind jetzt gerade hier draußen. René hat Angst, weil hier ist so rotes Wasser. Aber das sieht halt Wasser aus nach der Zeit, ne? Scheiße, ich sehe halt gar nichts. Ne? Ich sollte mal ein bisschen besser auf den Boden löschen. Es geht insane weit da hinten. Jo. So, Jungs, jetzt mal ganz schnell hier noch was sagen. Ich kann ja ganz kurz hier mal filmen. Ne? Wir sind jetzt die ganze Zeit seit hier hinten am Laufen hier bis nach der ganzen hier so schöne Schienen. Müssen wir da hinten auch noch weiter? Wird auf jeden Fall lustig. Wie geht's euch beiden hier? Gut. Gut, arschmüde geht. Arschmüde geht. Hauptsache vorankommen. Hauptsache vorankommen. Maxim sagt es. Es wird auf jeden Fall richtig lustig heute noch. Let's go. So, Jungs. Man sieht nicht viel. Es geht los. Tunnel-Action. Warte mal. Warst du das? Nein, ich denke, jetzt ist es zu. Ich hab irgendwas. Ja, ich auch. Da. Schon wieder. Was ist das? Von hinten. Das ist eine Eule. Leute, lasst weitergehen. Das ist so creepy, Digga. Ey, ich schwöre, das ist mein Helbe für mich froh. Es geht jetzt hier in den Tunnel. Man sieht halt gar nichts. Aber ne? Weil es halt so cool ist, oder? Wir sind jetzt hier wieder Tunnel. Tunnel-Action. 600 Meter Tunnel. Wow!
Man sieht ja wirklich nichts. Ich hab nur den Helmmodus an. Guck mal, hier sieht man mal ein bisschen. Hier sind so viele Graffitis, ne? Aber oh ne, das sind diese Abzählungen. Man hat ja auch immer so ein paar kleine Dinge an der Seite. Die haben ja auch diese, wenn halt in Zukunft, dass man hier halt aufpasst. Aber es ist richtig geil, Jungs. Es bockt. Auf jeden Fall richtig. Können wir mal bitte gerade alles so nach vorne leuchten? Damit das so alles kombiniert ist. Man sieht gar nichts auf der GoPro. Man sieht nichts. Warte, warte. Jetzt? Nee, man sieht nichts. Ah, deswegen sieht man nichts. Ah, egal. Man sieht ja auch. Wir können hier sehen. Bisschen Graffiti. Oh, was da vorne am Leuchten? In 2 Stunden wird es hell, sagt der René. Super. Unsere Balken haben jetzt nur die Hälfte. Unsere. Hier wohnen richtig. Ah, hier ist ein Graffiti-Dinger. Ah, da geht's wieder raus, Jungs. Hier sind so Bierdosen, so Graffiti-Dinger. No way. Oha! Ja, Paro Fürst und Tippen, wo wir sind. Ich glaube, für Alpi so ein Bild. Krass. Das sieht ja geil aus. Aber irgendwie so. Ein Riegel oder so? Alter, komm mal hier gegenüber. Oha. Was steht hier? Hier. Jemand. Besser ist besser. Was? Ich glaube, das soll bedeuten, besser. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Ey, wer ist das hier? Wer ist das hier? Denkt, hier steht jemand. Sieht doch nicht, wer das ist. Die Frau, welche Bedeutung die hat, wer das ist. Keine Ahnung. Ich glaube. Weiter, Jungs, weiter. Ich glaube, hier ist die Frau, die den Spruch erfunden hat und jemand hat gesagt. Woo! Let's go! Hier ist dann der Tunnel zu Ende. Jetzt sieht man hier nochmal. Und es geht wieder ins Nichts. Wenn irgendwas passiert, ich melde mich nochmal. Oh. Jungs, hier unten geht's runter auf jeden Fall. Keine Ahnung, was hier unten ist. Nein, 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 ich glaube, er ist hier an der Seite. Oh, hier ist so ein kleiner Tunnel. Warte mal. Oha. Also, Jungs. Ich habe ja gerade hier so ein kleines Video gemacht mit dem Handy. Hier ist ja dieses kleine Häuschen, das ist mir auf der GoPro nicht so gut. Dort unten ist ein Weg, wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Action, Jungs, Action! Ich hole meinen Headmount raus oder meinen Chestmount. Okay, Jungs, Action, let's go. Hier durch? Ihr hört mich jetzt richtig schlecht, ich habe eine. Ah! Ja, hab ich ja gesagt, ist doch geil. Hier rein, 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 rein. Lost Place, Lost Place. Nein, nein. Lost Place Action, Jungs. Wir machen auf. Es ist zu. Scheiße. Gleich, da kommt was. Oh, macht jemand auf, Digga. Ich hab schon Angst. Schnell weg hier, Jungs. Es geht weiter, Jungs. Es geht weiter. Ich hoffe, ihr habt eine gute Aussicht, wo es lang geht. Sonst war das nämlich richtig blöd. Da ist schon Maxim, deine Lampe am Leuchten. Und da ist Maxim. Kommen wir jetzt von hier. Jetzt geht's hier runter. Die Treppe ist hier komplett zugewachsen. Was für ein Weg, oder? Was habe ich hier ausgesucht? Wir müssen aber da lang, ne? Wo, links? Links eigentlich. Links, Maxim, links. Immer den Bach entlang. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße, Jungs. Was geht denn hier ab? Wo geht's hier lang? Ich weiß es nicht. Einmal weiter. Wir werden an einer Bucht vorbeigehen. Oha. Achtung, hier ist schon ein Ding fehlen. Hoho. Ja, das ist genau, was ich rausgesucht habe. Zickzack, Weg des Todes. Zickzack, Weg. Achtung, hier ist Abschlussgefahr. Ich glaube, da hier kann man gar nicht mehr lang gehen, Digga. Wo wir hier lang gehen. Nick, wir sind hier mitten im Dunkeln. Da ist der René, da ist der Maxim. Super duper. Es ist maximal dunkel. Man sieht gar nichts. Jungs, die Sonne geht auf. Ihr seht ein bisschen weniger als wir. Wir sehen schon ein bisschen mehr. Hier vor uns ist gerade so ein Feld und so ein Zaun. Das sehen wir jetzt schon. Jetzt geht es hier geradeaus erstmal lang. Dann ein Stückchen nach rechts. Und
Dann sind wir sogar gleich an so einem Teil, wo wir damals beim 50-Kilometer-Marsch waren. Wir laufen hier, man hat hier so schön die Sonne am Aufgehen, es sieht richtig geil aus. Die beiden sind da vorne. Jetzt laufen wir wieder an der Straße lang. Das ist genau dasselbe, wo wir am 50-Kilometer-Marsch lang gelaufen sind. Das war, wo wir unsere erste Pause gemacht haben. Allerdings sind wir jetzt eigentlich schon weiter. Wir kamen sogar aus derselben Richtung. Wir sind wieder von da hinten gekommen. Aber wir haben jetzt schon seit 2 Stunden 21, 10 Kilometer, 14.000 Schritte. Wir haben 7.23 Uhr, 10 Kilometer. Die beiden Jungs sind schon wieder komplett woanders. Schauen wir mal, ob wir richtig laufen. Ja, doch, laufen wir. Wir gehen wieder da lang, wo wir letztes Mal waren. So, Jungs, es wird jetzt langsam hell. Eigentlich ist es schon relativ hell. Man sieht jetzt schon eigentlich gut was, ja. Also auf der GoPro jetzt. Ist halt der GoPro-Effekt, ne? Also man sieht jetzt schon was. Ihr seht das halt selber. Man sieht schon was. Maxim hat nasse Socken. Ich mache mir jetzt eine Tasse Tee. Let's go. Unterwegs. Ja, also da friert. Was geht? Die Kälte geht kaum. Alle haben Kapuze an. Richtig geil. René ist komplett am Frieden. Ich habe schon mit dem Handschuh getauscht. Ich habe jetzt hier seine Halbhandschuhe. Er hat meine vollen Handschuhe. Zeig nochmal. Pass. Auf jeden Fall. Hier vorne ist die Sonne noch am Aufgehen. Schön. Wunderschön. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier unterwegs. Wir kommen gleich da lang, wo wir letztes Mal waren. Da kann ich vor euch auch noch mal ein bisschen so Video machen. Weil nicht, warum nicht, ne? Wir haben jetzt kurz unsere Pause gemacht. Ich habe ein Tässchen Tee getrunken. Ein bisschen gegessen haben wir. Jo. Was man nicht alles macht, um seine Kalorien aufrechtzuerhalten, ne? Wir haben jetzt schon 14.000 Schritte, 10 Kilometer hatten wir eben. Wir sind vielleicht gleich bei 11. Mal gucken. Jo, wir sehen uns gleich nochmal, wenn wir an der Strecke sind, wo wir letztes Mal waren, weil da hatte ich nicht aufgenommen. Moje. Ich wollte euch einfach mal ganz kurz hier zeigen, wo wir langlaufen. Hier mit der Sonne im Gesicht. Man sieht es aber nicht so gut. Hier hinten sind die beiden Jungs. Und hier sind wir letztes Mal langgelaufen. Hier, an so einem schönen Feld hier. Die ganze Zeit hier lang, zack, zack, zack. Geht es hier noch weiter, hier vorne. Mit noch mehr Bäumen. Da sind wir letztes Mal lang. Jetzt ist halt alles kalt. Jetzt geht es noch schön Landstraße lang. Da freuen wir uns drauf. Nee, aber dann ist die Sonne auf entspannt hier. Mit der Landstraße. Wunderschöne Wetter. Let's go, wir sehen uns. So, Jungs, wir sind jetzt mal ein bisschen hier hinten lang gelaufen. Dort, warte mal. Hier hinten. Vielleicht sieht man das. Hier mal ganz kurz. Zack, hier. Dort. Entlang. Und jetzt geht's hier geradeaus hoch weiter. Der René ist ja schön Pause. Hier ist ja Maxim. Es geht weiter. Moje. Dein ist ja Maxim. Er macht gerade sein Dings. Es fängt gerade an zu regnen. Super. Vielleicht sieht man das mal ein bisschen so. Ich denke aber nicht. Aber es tröpfelt ein bisschen. René, wie geht's dir? Ach, alles gut noch. Alles gut noch. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Maxim, wie geht's dir? Gut, gut. Ich spüre nur meine Finger fast nicht mehr. Ja, wenn du willst, kannst du die Handschuhe haben. Wir können tauschen. Danke. Nee, auf jeden Fall. Wir sind jetzt gleich in Hilgard. Hilgard? Und wir kommen jetzt aus Hunsdorf. Wir müssten ungefähr 20 Kilometer haben, wenn wir in Hilgard sind. Und dann machen wir noch mal eine kleine Pause. Ein bisschen trinken, ne, damit der Rucksack auch ein bisschen leichter wird. Ich habe sogar gerade Maxim seinen Rucksack, Maxim hat meinen. Da sieht man mal dieses super Biest, was hier alles drin ist. Das fetteste Medipack, was es gibt. Einfach geil. Auf jeden Fall. Es geht weiter. Es kann noch ein langer, langer Tag werden, bis wir zu Hause sind. Wenn wir so jo. 65 bis 70 Kilometer laufen, würde ich mal schätzen, sind wir erst um 8 oder 9 Uhr zu Hause. Und der René muss noch morgen arbeiten. Maxim und ich haben morgen frei. Super. Gar kein Fall, mein Schatz. Oh, guck mal, noch jemand. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mittlerweile, ich glaube, so 3-4 Leute getroffen. Oh, guck mal, es fängt an zu regnen. Cool.
Vorne haben wir die erste Person sogar getroffen auf dem Fahrrad. Sonst jetzt nur so Hundeleute, also Leute mit Hunden, die uns nicht mal zurückgegrüßt haben. Eben nochmal ein Jogger, der hat uns auch gegrüßt. Ich bin aber gespannt, wann der erste Wanderer kommt. Jo, wann der erste Wanderer kommt. Sind wir gespannt. Jetzt fängt es richtig an zu nieseln. Ja. Naja, nicht mehr viel. So, wir sind doch nochmal da. Wir gehen hier wirklich die komischsten Wege. Digga, wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt eigentlich gleich nach links. Ich weiß es nicht, ob das hier ist. Wir gucken mal ganz kurz. Niemals geht es auch hier nach links. Niemals. Nee, noch weiter. Oh. Das ist ja nicht mal ein Weg. Was sind wir hier drinne? Kein Weg, das ist eine Wildfahrt. Jetzt geht es hier erstmal weiter. Hier ist wieder alles nass. Richtig schön. Jo. Dann würde ich sagen, jetzt aber sehen wir uns dann in Hegart. So Jungs, nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen komisch aussah. Ich hatte die ganze Zeit die GoPro gehabt. Aber wir machen jetzt unsere nächste Pause. Wir sind jetzt hier am Hilgarter Sportplatz. Und jo. Bisschen hier snacken. Muss auch mal sein. Ich mach das jetzt auch. Dann machen wir ganz gut Pause und jetzt weiter. So, jetzt geht es unter der Autobahn durch. Wir haben eben die ersten Wanderer getroffen. Nach 20 Kilometern haben ein bisschen mit denen geredet und so. Ich habe heute schon wieder Maxim seinen Rucksack. Ich bin mit meinem nur ganz wenig gelaufen. Es ist so ein schlimmer Schmerz, den ich die ganze Zeit habe. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die 50 Kilometer am Ende davon. Komplette Hölle, komplette Hölle. Das war so ein Schmerz. Nee, nie wieder. Auf jeden Fall. Die beiden Jungs sind da hinten. Und es geht weiter. Wir sind jetzt aus Hilgard raus. Und es geht jetzt hier Richtung Hilfsreit. Wird doch super. So Jungs, der neue Jäger am Start. Der andere Jäger kommt auch. Let's go. Aber wir haben hier gute Aussicht in jede Richtung. Das ist wundervoll. Es ist wunderschön, wirklich. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier oben erstmal. Gleich geht's runter. Ist auf jeden Fall lustig. Wir sind höher. Wer? Wir. Ja, wir sind höher. Ey, Maxim, geh da mal hoch. Das ist richtig geil. Ist das geil? Ist das geil? Hey, René, fink mal. Nee, auf jeden Fall richtig geil. Ich hab richtig Bock. Es geht jetzt gleich weiter. Jo. So, Jungs. Wir sind hier oben mitten im Arsch der Welt. Wir sind falsch abgebogen. Jetzt müssen wir hier Quellfeld ein runter. Let's go. Durchschlagübung beginnt jetzt schon. Wir wollten eigentlich 10 Kilometer Durchschlagübung machen. Hat aber nicht geklappt. Jetzt müssen wir mit komplett kaputten Beinen hier durch. So lustig. Ich würde sagen, das ist ein Weg, oder? René beschwert sich, dass ich hier keinen Weg sehe, aber das ist ein Weg. Komm! Nur nicht in die Rehscheiße da treten. Eierbad laufen. Komm. Hey, schmeiß einfach nicht an. Ich sehe den Weg. René kommt. René, stell dir mal vor, jetzt hier. Stell dir mal vor, wir hätten die durch. Wie hätten wir das jetzt? Die Dingsübung. Durchschlagübung. Wir müssen geradeaus darunter. Ich muss sofort das Schuhfeld wechseln. Los, geh! Super, direkt schon ausgerutscht. Hier kommen, für den Rinne gehen wir unten durch. Da ist richtig. Ja. Muss ja.
Man muss ja. Wenn nicht, nehme ich die Stangenklippen. Wollen wir hier runter? Maxim, das sieht doch gut aus, oder? René als erstes. Guck mal. Das ist machbar. Na klar! Warte, soll ich mal testen, wie tief das geht? Okay, mach. Geht's tief? Der wurde direkt aufgefangen. Warte, gucken. Jetzt im Stolpern wäre ein großer Fehler. Nee, ist doch geil. Ja. Scheiße, sollen wir jetzt hier durch? Ich sehe den Weg, René. Siehst du ihn auch? Er hat gesagt, einen Scheiß sehe ich. Geil. René, nicht weinen, das Ende ist nah. Ich weiß, wo lang. Komm her. Beide. Krieg ich den kurz? Genau deswegen. Jetzt müssen wir hier aber ein bisschen durch, ne? Nee. Also mein Handy protestiert schon, dass wir falsch laufen. Hier. Der Erste, der auf die Fresse fliegt, ist selbst. Jump runter, Alter. Jump runter, sagt er. Jump runter. Wir machen hier Klettern und nicht schwach. Oh mein Gott, ich war einfach runtergerutscht. Ich bin gesprungen, René. Komm. Hey, der fällt runter. Okay. Was ist da drin? Okay. Ein Boxing? Nichts mehr. Oha. Die Socke. Aua. Schöne Fußbilder. Hier unten ist bei mir so ein schöner See. Zeig mal ganz kurz, du stehst so schön da. Ich glaube, das ist mehr ein Kanal. Mehr als ein. So, auf jeden Fall. Wir sind eben aus Hillstatt raus. Nee. Das wäre schön, aus Hillstatt jetzt noch raus zu sein, ne? Wir sind aus Hillgard raus. Und jetzt geht's nach Hillstatt. Ah ne, wir waren eben noch in Hörgernshausen. Let's go. So, Jungs. Regenzeit, es regnet. Schön über so ein Bächel, schön über so ein Fluss. Es ist wunderschön, das sage ich euch doch, wunderschön. Da vorne, Maxim, wir haben meinen Rucksack. Ich habe Schmerzen, das weiß ihr nicht. Und jetzt nehmen die da wieder. Der René, der hat die ganze Zeit Aggressionsprobleme, der haut die ganze Zeit um sich. Verstehe ich auch nicht. Der arme Maxim muss die ganze Zeit leiden. René hat auch Schmerzen in seiner Kniekehle. Oh, es geht hoch. Es geht hoch, René hat keine Lust. So, okay. Hier geht's hoch. Jo, let's go. Wir sehen uns oben oder wo auch immer. Mal gucken. So, Jungs. Wir sind jetzt fast da am See. Wir sind jetzt in Hillscheid. Richtig geil. Schön hier so irgendwelche Industriestraßen lang. Jetzt eigentlich nach rechts. Ja. Ich mache jetzt noch ein kurzes Video, weil wir eh gleich da sind. Und dann reden wir nochmal. So, Jungs, wir haben es endlich geschafft. Wir sind beim See. Oder? Ja. 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 Warnung vor dem Hunde. Ohne Fugnis ist der Zutritt verboten. Privatgrundstück. Ja, steht hier bei uns alles für Schilder, Digga. Wie kann ich denn so viel Mühe geben? Ich denke hier. Guck mal, private Weiheranlagen, Fremdanglern unter Strafe verboten. Dieser Bereich wird wieder überwacht. Super. Ja, jetzt müssen wir halt hier irgendwo lang. Sagt auch die Navigations-App, wir müssen hier lang und dann geht's irgendwo nach links. Super. Mal gucken, ne? Mitten auf dem Feld hier lang. Eben war auch da irgend so ein Hund. Der hat auf einmal so eine Kuh angegriffen und noch so ein Hund wollte René angreifen. Ist doch super. Will ich auf dem Bauernhof sind wir mitten im Arsch der Welt. Geil. Super, Jungs. Wir haben es geschafft. Hier ist der See. Geil. Nee, das ist nicht der See. Wir sind jetzt irgendwie um dieses Privatgrundstück.
herumgelaufen. Jetzt laufen wir hier mitten durch den Arsch der Welt, wirklich. Guckt euch das hier an. Was ist das hier? Was machen wir hier? Ach du Kacke, hier ist ein komplettes Moor. Egal, hier ist trocken. Durch da. Hier oben ist dann irgendwo gleich der Weg, hoffentlich. Wir müssen geradeaus von hier. Da müssen wir wieder auf den Weg kommen. Können wir ein bisschen links gehen. Ach du Kacke, sind ja überall dran, sind einfach mir folgen. Den Weg auf jeden Fall. Ja, was will der? Guck mal, der denkt, wir gehen durchs Privatgrundstück. Wo lang, sagt er. Das wollte er mir zeigen, wo lang. Wirklich. Wo will er denn sonst lang? Jetzt müssen wir hier geradeaus irgendwo durch. Ne, ist doch geil. Ein bisschen mehr nach links, dann müssen wir eigentlich da sein. Also gehört Maxim ticken links. Wie auch immer. Action, let's go. Komm halt durch die Brennnesseln, Jungs. Let's go, komm halt durch die Brennnesseln. Filmst du? Ja. Komm los, René. Und da war der zweite. Alter, du nicht. Sorry. Ja. Digga, wo ist denn hier ein Weg? Geh weiter. Geh doch weiter. Wie denn? Geh doch, guck René. Doch mal, ich hab hier Stachel drin. Scheiß doch drauf. Maxim. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, guck und ab. Scheiße, die Brennnesseln sind aber auch richtig böse. Ey, wirklich. Was ist denn das für eine Scheiß-App, wirklich? Maxi, wo ist der Weg? Ah. Du hast den Weg? Maxi hat den Weg. Let's go. Scheiße, ich. Ganz ehrlich, ich bin gerade scheiße. Also, ich weiß nicht, ab oder fett. Geil. Ach du heilige Mutter Maria, ich hab hier Brennnesseln bis zum Affen drin. Ah. Aua, aua, aua. Das sieht so schön aus, ich schwöre mal davon. Und das ist der Weg? Schau mal. Das ist ja noch nie mal der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg hier. Das lohnt sich am Ende. Wollen wir hier oben erstmal essen hier? Das ist nass. Ja, scheiß doch drauf. Wir werden nichts nass, nicht Nasses finden, oder? Ihr habt meine Beine. Komm. Mittag. Und hier? Da hinten geht's lang. Super Weg. Ja. Let's go. So Jungs, by the way, GoPro-Akku von dem starken Akku ist bei der. Da haben wir noch einen und den anderen, der kalt wurde vorhin. Ist doch geil. By the way, die Uhr. Die ist einmal leer. Ich habe gar keinen Bock mehr, wirklich. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Das habe ich umso jo. Weniger Bock. Eigentlich wären wir jetzt hier noch eine Schlaufe gelaufen. Aber die überspringen wir gleich. Ja, das kann mir doch keiner erzählen. Was ist denn das hier für ein Weg? Guckt euch das mal an. Das ist doch kein Weg mehr. Was ist denn das? Das ist doch kein Weg. Auf Google Maps. Ist das als Weg eingezeichnet? Als normale Straße? Also als normaler so Kieswanderweg? Gar nichts. Guck mal, was ist das denn hier? Seit wann schon ist das? Wo lang? Wohin? Ich guck jetzt. Wirklich. So, hier seht ihr das mal. Hier war dieses scheiß Privatgrundstück. Hier. Zack. Mitten im Weg dieses scheiß Privatgrundstück. Dann sind wir hier hoch. Hier in den Wald rein. Hier komplett durch die Scheiße durch. Und jetzt sind wir da. Ist auch geil. So, jetzt müssen wir hier runter. Jetzt müssen wir hier runter. Und es gibt halt eigentlich hier diese Schlaufe. Die überspringen wir jetzt. Weil ich habe absolut keinen Bock. Da müssen wir nochmal hoch. Dann gehen wir nochmal über einen Putenschlauch. Keine Ahnung. Ist doch geil, wirklich. Ich bin nur geil. Das wird richtig lustig. René, wir suchen nach einer Bank.
damit René seinen Fuß verarzten kann und damit ich nochmal eine Tasse Tee trinken kann und mich von innen wärmen kann, weil das konnte ich eben nicht auf diesem Baumstamm, wo wir saßen. Ich habe jetzt schön meinen Joghurt gegessen. Ich habe aber noch nicht alles davon aufgegessen. Wir gehen auch gleich nochmal nach Schönstadt. Da holen wir dann die Schlaufe zum Beispiel, die werden es hier wegmachen. Und noch andere Schlaufen, die wir vielleicht noch überspringen werden, holen wir dann wieder raus. Dann holen wir uns noch einen Döner und dann fressen wir noch schön Döner. Naja, jetzt müssen wir wieder irgendwo hier durch. Ihr seht das ja. Was wollen wir machen, Maxim? Nimm mal wieder bitte dein Handy raus. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, wirklich. So, wir gucken jetzt nochmal. Wo geht's hier lang? Was ist denn das? Das wurde doch seit 17 Generationen. Kein Wunder. Wenn so ein Penner, Digga, so ein Privatgrundstück macht, dann ist das ja kein Wunder, dass hier. Guck mal, da ist der Weg. Oh Gott, Digga, wirklich. Durch 5 Dschungel müssen wir hier durch, um da überhaupt mal hinzukommen. Ja, guck dir das doch mal an. Guck mal, da ist doch kein Weg. Hier müssen wir jetzt lang. Super, Jungs. Super. Super, Maxim. Was sagt man? Wir sehen uns. Bis später. Guck mal, der René hat gar keinen Bock mehr, der steht da schon. So, René, für den Döner, tu's für den Döner. Komm, let's go. Weiter. Weiter geht's, Jungs, weiter geht's. Weiter geht's. Komm, Maxim, wir machen das. Durch den Wald. Oh mein Gott. Ist doch der größte Müll hier. Wir müssen irgendwo nach links hoch. Oh, Maxim, siehst du den Weg? Siehst du die Zelle dahinter? Da müssen wir hin. Oh mein Gott, ich sehe es. Der Weg. Oha, ich habe immer den Baum mitgenommen. René, wir sind bis morgen nicht da. Juhu! Ne, also wir haben jetzt schon gesagt, wir laufen sehr schön bis 0 Uhr oder so. Wird ja lustig. Komm, Maxim, mit einem dicken Rucksack. Maxim, wieder meinen Rucksack. Ich wollte den eigentlich wieder nehmen nach der Pause, aber pass auf. Aber das wird nichts. Oh, scheiße. Wo geht es denn hier lang? Aber guck mal. Das macht doch jetzt viel mehr Spaß eigentlich, als so eine langweilige Kackstraße lang. Das macht kein Spaß, Paul. Aber guck mal, wenn du deinen Kindern erzählst davon, hier, damals sind wir das hier gelaufen, anstatt zu sagen, ja, wir sind auf der Straße gelaufen, wie Stadtkinder. So viel besser. Ja, Paul, wohin jetzt? Der Weg ist gefunden, der Weg geht nicht weiter. Wow. Ey, Maxim, ist links von uns noch ein Weg? Links von uns, guck mal links hoch. Also, wir stellen uns erstmal hier hin, ne? René, komm jetzt her. Nicht jammern. Oh, da kommt man sogar durch. Hier, guck mal, hier hoch. Warte mal. So, also wir schauen. Man sieht, nada niente. Geradeaus. Also, ihr sollt so ein bisschen nach da gehen und nach rechts. Aber wir müssen sowieso nach da vorne. Komm mit. René. Vamos. Hier hoch. Oh. Komm mit, ich hab Weg! Ich hab einen Weg! Hier ist ein Weg! Ja! Oh mein Gott! René, wir sind wieder auf dem Weg. Wir nehmen unsere Fährte wieder auf. Ich könnte diese Kieselsteinstraße. Das ist einfach dieselbe Straße eingetragen in Google, wie das andere, was wir gerade gegangen sind. Vielleicht ist das zusammen. Ne? Komm, bitte, komm. Okay, mal ganz kurz. Wo soll es jetzt nach rechts gehen? Erklär mir das mal. Wo nach rechts? Gar nichts nach rechts. Leck mich doch am Arsch. Ah, vorne. Weiß ich ja nicht. Kommt! Los! René, hier ist eine Bank! Wir müssen René hier rüberbringen, ne? Ganz schnell. Kommt gleich angelaufen, ich weiß auch schon. Was ist das denn da? Was ist das denn hier? Ich weine gleich!
Der eigentliche Weg ist da lang. Ich wäre aber hier lang. Hier steht Achtung Hornissen. Das ist alt, oder? Oktober, wollen die mich verarschen? Das ist alt. Das kann nicht mehr sein. Egal, wir müssen eh noch ein kleines Stück hier lang. Also passt das. Nee, da steht gar nichts. Egal, wir gehen mal lang. Komm. Komm, wir filmen das hier mal ab. So, zack, zack, zack. Bam. Hä? Wo ich mit meiner Familie hier war, sind wir von da nach da hingegangen. Ja, wir müssten eigentlich auch da runter. Aber wir gehen jetzt da lang. Als ob jetzt hier Hornissen sind. Wenn hier Hornissen sind, Digga, dann... Bei dem Wetter, die sterben doch direkt. Die können uns lecken, Digga, wirklich. Die können schon pissen gehen. Vor allem, da steht auf Hälfte des Weges hoch zu diesem komischen Dings. Und da geht's auch nach oben gleich dann später. Also sag mir nichts, wir müssen jetzt eh nur geradeaus. Das wird uns nicht jucken. So, Jungs. Wir sind jetzt hier beim nächsten Ort. Hier hätten wir viel besser Mittagspause machen können. Ich sag's euch ganz ehrlich. Hier. Nämlich richtig schöner See, super duper. So, René, was machst du da genau? Eisbrill, damit ist das scheiß. Der hat Schmerzen. So, das kann aber auch zu ver. Ist verrückt. So. Und Blasen, hast du schon geguckt? Nee, noch nicht. Noch nichts? Ich hab keine. Super, Maxim? Oh, barfuß. Super. Ich habe keine Ahnung, wo es hier gleich weitergeht. Da ist auch schon wieder alles zu. Ist auch super. Beste Voraussetzungen, aber was soll man machen? Es geht gleich weiter. Nochmal? Was ist denn mit diesem Jungen falsch, wirklich? Jetzt hat er. Geht das überhaupt? Sein Fuß mit pinke Ding. Jetzt hast du noch schwarze Tape. Nee, ich habe mir jetzt auf jeden Fall die tollen Winterklamotten angezogen. Es geht los, wir können immer ans Helle gehen. Richtig fresh unterwegs. Mit dem freshen, fetten Halstuch. Und der freshen Jack Wolfskin Mütze. Aufbaumäßige Art. Jo. So geht's jetzt weiter, aber mein Kopf ist ein bisschen kalt, ne? Ein bisschen. Und mal gucken, ne? So, Jungs, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ende sind die anderen. Ich hatte jetzt auf einmal Renés Rucksack. René hat jetzt Maxim seinen Rucksack. Wir haben nochmal getauscht. Meine Beine fangen langsam an weh zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen anstrengenden Tag hattet. Und dann liegt ihr so mit den Beinen so, die Schmerzen so ein bisschen, ihr liegt im Bett. So fühlt sich das gerade an. Ich habe jetzt auch, René hat 2 Ibus genommen. Komm, René dopt, habe ich auch gedopt. Haben jetzt auch eine genommen, hilft nicht wirklich. Also es hat eben ein bisschen geholfen, aber sonst nicht wirklich. Jo. Wir haben jetzt wieder so eine winzige Abkürzung genommen, wo man halt ein bisschen weniger dann läuft. Aber, naja, was soll man machen? So, und wie geht's euch so? Super, das ist ja schön. Wie geht's dir? Es geht. Wie geht's dir? Ach, Ivo genommen, Schmerztablette genommen. Ach, das ist die Schmerztablette. Guck, ihr seht schon, was mein Kopf passiert. Ja. Dann gehen wir weiter. Hier kann ich mal genau. Was hab ich noch genommen? Hier, Schmerzsalbe. Und Kokain. Der hat sich komplett eingeschmiert. Er kann nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich hab Tape drum gemacht. Ich glaube, wenn man so einen Drogentest bei ihm machen würde. Der Döner macht schöner, Jungs. Wir nehmen gleich den Döner und dann passt das alles, ja, in schönen Stadt. Geil. Wir müssen erstmal die schöne Stadt suchen. So richtig lustig, Jungs. Also, App sagt, Schönstadt 3 Kilometer ist weg. Wir sind noch in Rheinland-Pfalz, sagt die App. Aber das ist das Gute. Das ist 3 Kilometer, wenn man gerade ausläuft. Wir laufen mal mit 35 Umwegen. Geil. Nee, ist doch lustig, oder? Macht Spaß. Ist doch cool. Naja. Wir sehen uns dann beim Döner. Genau, ich habe keine Lust mehr zu filmen. Tschüss. So, Jungs, was geht? Nochmal eine letzte Aufnahme hier, wo wir in Hillscheid sind. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nochmal einen Weg, der die Jungs richtig auseinandernehmen wird. Das wird richtig lustig. Wir werden gleich auf die Reaktion achten, okay? So, was sagen die Schilder denn? Nee, die Schilder nicht, René. Die Schilder sind's nicht. Jungs, ich mag euch ja alle und so, aber... Was kommt jetzt? Wir gehen wieder den ganzen Weg zurück. Folgt mir. Da geht's jetzt hoch. Da geht's jetzt hoch. Soll ich euch zeigen? Wir waren hoch. Da geht's jetzt hoch. Direkt in Schönstadt ankommen. Müssen da hoch, so oder so. Ist da oben Schönstadt? Das ist auf dem Weg nach Schönstadt. Komm her. Wo sind wir? Da geht's hoch. Hier ist kein Weg. Zack, zack. Hier, zack, siehst du Luftlinie? Zack, hoch da. Auf den nächsten Weg. Du hörst mich ganz hoch. Auf den nächsten Weg. Jetzt müssen wir erst überlegen, wie wir taktisch das Ganze angehen. Taktisch gibt es nicht. Wir gehen einfach hoch. Genau, Maxim, der King.
Oh, leck mir doch den Sack wirklich. By the way, wir haben jetzt fast 50 Kilometer, ne? Letztes Mal waren wir komplett kaputt. Klappt ja gut, oder? Wir müssen hier richtig hoch. Da kommen wir hoch. Warum sollten wir nicht hochkommen? Scheiße. Auf, meine Kinder, auf! Aber ich bin höher. Achtung, nicht hier dran festhalten. Achtung! Der Baum ist morsch, der fällt gleich um. Guck mal nach oben. Moin, Maxim. Hi. Macht Spaß, oder? Ziemlich langsam, du. So, Jungs, da war der Akku auch schon leer. Aber wir sind jetzt hochgegangen einfach. Anyways, nur. Mein Akku ist gleich auch am Arsch, ich hab verkackt. Der letzte Akku. Also, deine Shells sind am Arsch. Egal, ey. Ich habe hier richtig die Regenjacke an, ist jetzt gefühlt ein Sauna-Suit geworden. Aber passt, der rennt hier mit den schönen dicken Thermos-Zeug, Digga. Let's go. Jetzt holen wir gleich einen Dönerladen in Schönstadt. Let's gleich. Go. Gleich. Gleich nach 5 Kilometer. So, Jungs, wir sind jetzt da, fallen da, Schönstadt, wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben nicht mal 50 Kilometer. Wir haben jetzt 49,6. Wir gehen jetzt zum Dönerladen gleich. Wir sind jetzt in Schönstadt, fallen da, keine Ahnung, ob ich das schon gesagt habe. Jo, der René hat die ganze Zeit jetzt hier auf langsam müde gemacht. Wir sind hier schön runtergegangen, dann mussten wir die ganze Zeit auf den Jungen warten. So, auf jeden Fall. Wir nehmen euren Rewe. Super, aber der Rewe hat safe zu. Naja, wir gehen weiter. Let's go. So, Jungs, wir haben ganz kurz Stopp hier gemacht. Döner essen. Richtig geil. Okay, let's go. So, Jungs, aus dem Dönerladen raus, es geht weiter. René wollte gerade irgendwas sagen, es ist irgendein Kampf oder so. Maxim und ich hier schön die Base haben schön. René hat gerade herausgefunden, dass wir noch ein Stück Wald gehen. Das hat eine starke Depression, oder? Ja, der beschwert sich ziemlich. Genau, wir müssen noch 2,5 oder 3,5, ich weiß es nicht mehr. Genau, müssen wir noch laufen. Wir haben schon 18 Uhr, wird sehr lustig. Wie viel Uhr? Ja, 18:22. Super. Dämmerung und dann heißt es wieder. Kilometer haben wir jetzt 51. Let's go. Gerade am Dönerladen hatten wir irgendwie 50,7. Wenn es dunkel wird, dann müssen wir wirklich gegen die Kälte resistieren. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, ich habe das auch generell geschafft, mit den Handyvideos die einzubringen, weil das ist meistens so, wenn die dann auf YouTube sind, ist es immer ein bisschen komische Qualität. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Hoffen wir mal das Beste, ne? Naja, es geht weiter. Handy haben Maxim und ich so aufgeladen. Also Maxim hat ja noch ganz viel Prozent. Ich habe jetzt nochmal 3-4% dazu bekommen. Das ist das Gute. Und wir laufen jetzt noch ein Stück. Jo. So, Jungs. Im Hintergrund der Sonnenuntergang. Es wird schon dunkel. Richtig geil. Dort unten ist Maxim. Wir gehen jetzt dort lang. Wird lustig. Müsste nicht mal so lang sein. Jungs, es ist schon maximal dunkel für euch. Es ist jetzt so wie heute Morgen, wo wir gesagt haben, Dämmerung kommt langsam. Man sieht etwas. Aber langsam geht es. Leuchte mal ein bisschen. Aber im Wald ist in mein Gesicht auch. Hier mal ganz kurz. Dann, ne? Jungs, es ist richtig dunkel, wirklich. Let's go. Es wird richtig lustig. Man sieht halt gar nichts, ne? Also wir sehen was? Schon? Ihr kennt das bestimmt. Wenn da Dämmerung ist, man sieht so ein bisschen, ne? Wir haben jetzt exakt eben 19 Uhr gehabt. Wir sind jetzt aus Fallen heraus. Es geht jetzt Richtung Bendorf. Was schlimm wird, ist, sobald mehr Bäume kommen oder so, dann wird immer mehr dunkel. Ja, wenn Bäume kommen, sind wir komplett im Arsch. Aber wir haben noch eine Kopflampe eine auf Hälfte Batterie und eine Kopflampe auf eine Batterie. Scheiße. Auf einen Balken. Und noch Taschenlampe auf gute und Handy. Also passt das. Jungs, wir sehen uns. Ich hoffe, ja, ihr seht noch ein bisschen. Da ist der Sonnenuntergang. Es wird weiter gehustelt, Jungs.
Es geht weiter. Geradeaus jetzt. Es ist wunderschön, wirklich. Wir haben noch ein gutes Stück. Anderthalb Stunden, sagen wir mal, ein bisschen länger, vielleicht sogar noch. Und dann müssen wir noch einen Berg hoch. Geil! Wir sind wirklich am Arsch, Alter, Digga. Digga, da hinten stand eben ein Schild mit kein Durchgang, super. Wir sind mitten auf einer Kuhweide, ich bin voll in Scheiße rein. Digga, wir versuchen einfach gerade den Weg zu finden, ne? Wir sind komplett falsch gegangen, der Weg geht ein bisschen weiter runter. Da haben wir eben gesagt, voll der creepy Weg, da gehen wir entlang. Super, wenn jetzt eine Kuhlöcher angelaufen, komm, wir gehen auf den Aufstand hoch. Wenn wir keine Straße finden. Wenn wir die Straße einfach nicht finden. Wir müssen die Straße aussuchen, Jungs. Guck mal, da ist der Baum schon umgestürzt. Hä, hey, dann kommen doch die Tiere nicht, wenn wir laut sind. Hier, guck mal. René, wir haben mehr eine Chance zu überleben, wenn wir laut sind als ruhig. Guck mal, René will die ganze Zeit leise sein. Er denkt, stealth mich hier. Ey, wir sind wirklich gefickt maximal hier. Wirklich. Wir sind eben die ganze Zeit über ein Feld gelaufen, am Arsch der Welt. Jetzt sagen wir hier lang. Und die könnten mal wirklich jede Sekunde ein scheiß Tier rauskommen. Jesus Christus. Der Weg wird immer enger, Paul. Hab Erbarmen, Digga. So, ich guck mal, ob wir richtig laufen. Hey, weiter ist noch weit. Jungs, wir haben zwei, ist schon Hälfte, über Hälfte. Da, wo wir eben nicht weitergehen konnten, hier oben war das. Wo lang? Schau mal, weil hier ist auch ein Weg. Ah, scheiße, egal, wir safe geradeaus, oder? Okay, gleich geht's nach rechts. Oh, scheiße, ich stolper richtig. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, hier ist noch ein Weg. Wo lang? Paul, guck. Oh. René, du guckst nach hinten, damit da niemand kommt. nach rechts. Hä? Leute. Hier geht's hier hoch? Hier rechts hoch müssen wir. Da! Da sagt es hoch. Guck mal. Da sagt es lang. Schleck mich. Wir müssen zur Laterne, können wir bitte dahin. Wo ist die Laterne? Nee, da müssen wir noch nicht lang. Wir müssen nach hinten. Komm, Jungs, wir haben es geschafft. Wir müssen da weiter. Oh, Hund! Hast du gehört? Mitten im Wald gerade Hund, Digga. Wie creepy. Ja, ich bin am Film die ganze Zeit. Ich hab noch Handy in der Hand. Hund ist gut. Super, Junge. 17%, Jungs. Wir sind am perfekt aufgehoben, wirklich. Oha! Alles gut, Paul, alles gut. Oh, Bo! Oh, komm, wir sind bitte, bitte. Hallo? Wir sind freundlich. Oh mein Gott. Kein Stress. Wir haben es geschafft, Jungs, wir sind im Dorf. Ich schwöre, wenn jetzt gleich hier ein Hund auf mich zu rennt, dann bringe ich mich einfach um. Hund, ist alles in Ordnung? Ja, hier runter, die zack. Oh! Oh mein Gott, die erschreckt das, Digga. Oh! Digga, dieser scheiß Vogel. Oh mein Gott, pass auf, nicht stolpern, Jungs. Du hast mich so erschrocken, Junge. Der scheiß Vogel. Die Hunde haben sich auch erschreckt davon. Beleuchteter Weg, Jungs. Licht aus. Licht aus. Paul, wenn wir jetzt da gerade aufgehen. Ja, dann soll ich mal gucken, ob wir hier lang müssen. Ja. Guck mal, hier ist noch ein Weg. Hier sieht man gar nicht, aber hier ist ein Weg einfach. Wenn wir jetzt da lang müssen. Guck mal, das sind schon zwei Planken, die über so ein Wasser gehen. Wir müssen da wirklich durch. Wir müssen da durch. Das ist weiter so. Ah, dann sind wir auf der Straße. Wir gehen durch und dann sind wir auf der Straße. Okay, das ist ein kurzer Weg. Das ist kurzer. Mach deine Taschenlampe an. Ich geh vor. Nicht viel, weniger als eben. Achtung, Karre, Achtung, Ausrutschgefahr. Scheiße, scheiße. Das ist sogar gut. Oha, was sind hier für Sitze, Digga? Wie creepy. Digga, was für ein Sitz? Guck dir das mal an. Hier kommen die Tiere nicht. Was für Sitze, Digga? Oha, hier ist alles nass, wirklich. Nein, hier kommen maximal nur. Oh, scheiße, mein Schuh. Ja, alles matschig, Achtung. Wo laufen wir hier lang? Scheiße. Scheiße! Jungs, wir gehen hier rechts lang. Ich habe irgendwas rechts von uns gehört, aber alles in Ordnung. Wir sind hier, Jungs. Da ist die Straße. Alles gut. Alles gut. Schneller. Nein, das hat Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wir sind fast da. Scheiße, mitten durch jetzt Sträucher. René, weiter. Oh mein Gott, wir sind wieder im Dorf, let's go. Noch 10 Kilometer locker, wirklich, was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier die Straße lang, wir gehen auf die Hauptstraße einfach lang. Als ob hier ein Wir sind durch den Wald gerade. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, René. Das gab's gar nicht, das war Third Dimension, Digga. Yeah. Aber Jungs, ich gehe jetzt hier lang. Wohin führt das? Richtig geil. Hier sind richtig creepy Wege, wirklich. Hier auf einmal Treppen.
Digga, es ist doch so weird, wirklich Horrorfilm. Aber es geht weiter, let's go. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Renés Vater hat uns gerade nochmal hochgefahren, weil René muss halt morgen arbeiten gehen. Da wollte der ein bisschen früher noch zu Hause sein. Jo, wir laufen jetzt noch ein bisschen hier lang. Machen noch die 65 mindestens voll. Wir versuchen noch 70. Also, jo, wir melden uns nochmal ein paar Mal. Let's go. So, Jens. Hier sieht es ja gar nichts. Aber egal, vielleicht sieht ihr ein paar Umrisse vor meinem Kopf. Alter, wie laut hier, zeigen es einfach mal nach vorne. Es geht jetzt hier links gleich hoch. Richtig geil. Ich weiß nicht, ob wir die 70 schaffen. Aber 65 kriegen wir auf jeden Fall noch hin. 68. Ich bin maximal müde, wirklich. Wir haben vorhin Sterne gesehen, jetzt sehen wir schon wieder Sterne. Ist doch geil. Von der Nacht in die Nacht. Geil. Es fährt kein Auto, es ist insane. Sonst fährt hier jedes Mal ein Auto dran. Oh mein Gott, wenn ihr den Sternenhimmel sehen könntet. Vielleicht sieht man etwas. Ich bin mir nicht sicher. Sehe ich gerade nicht, aber... Weil ich sehe mit Licht, man sieht das auch nicht. Jetzt geht's hier hoch. Hinter uns ist auch wieder irgendjemand am Laufen, super. Ja, von hier geht's jetzt weiter. Hier hoch ins Dunkle. Und nach diesem Clip war ich so müde, dass ich die Kamera nicht mehr in die Hand genommen habe. Und der Marsch somit bei 64 Kilometern endete. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Also ab zum Fazit. Also ich muss auf jeden Fall sagen, es war maximal geil. Tut mir leid, dass ihr jetzt leider hier keine Facecam-Aufnahme habt. Es ist 21 Uhr und ja. Auf jeden Fall, mir hat es sehr gefallen. Es war viel besser als diese 70% Straße beim 50 Kilometer Marsch. Ich freue mich schon auf bald die nächste Tour. Geplant sind 80 Kilometer als nächstes. Und dann nochmal 100. Sehr wahrscheinlich machen wir die 100 aber erst nächstes Jahr. Naja, werden wir dann sehen. Aber es hat mir sehr gefallen. Auch mit den Jungs hat es sehr Spaß gemacht. An René nochmal ganz kurz. Weil ich weiß, der sieht nämlich gerade dieses Video. Und sitzt ja wahrscheinlich auch in diesem Moment neben mir. Beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen härter sein. Nicht die ganze Zeit rumjammern. Hier ist eine Dorne, da ist der Weg nicht. Und bla bla bla. Sei einfach mal ein bisschen härter. An Maxim, bitte. Bitte steh nächstes Mal zur richtigen Uhrzeit auf. Das würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen und dem René auch. Und ich glaube, dann wären wir auch schon sehr viel früher da gewesen. Aber naja. Aber dann würde ich auch hiermit schon das Wort weitergeben an den lieben René. So, Paul. Paul, Digga, ich sag dir, es tut so weh. Also, es ist wirklich nicht erträglich. Ich muss echt mit Schmerzen durchlassen. Ich denke, ich kann mich auf jeden Fall mal massieren. Dieser Lauf, es macht auch Bock so, ich komme auch gerne mit, nur das Ding ist, ich habe halt immer irgendwie wo Schmerzen, weil ich mein Körper einfach nicht ist gewöhnt, mal auf Dauer so weit zu laufen. Hat trotzdem Bock gemacht, auch wenn ich die 70 jetzt nicht mehr voll machen konnte, aber sonst wäre ich jetzt komplett noch schlimmer tot. Also ich bin echt froh, dass ich gestern noch mit durchziehen konnte, weil ich hätte nicht weitermachen können. Das ist sehr schlimm gerade der Schmerz. Oh, tut es weh, ouch. Naja, muss ich jetzt durch heute auf der Arbeit, morgen auch noch. Und ja, so ist es. Jo, das war der René. Der Maxim hat mir tatsächlich gar kein Fazit geschickt. Also haben wir dann davon auch gar kein Fazit jetzt im Video drin gehabt. Aber egal. Kommen wir zu der Zeit, die ich in dieses Video investiert habe, um es überhaupt hochzuladen. Ich sitze nämlich jetzt seit ungefähr 2 Wochen an diesem Video dran. Vor 4 Wochen ist es alles fertig geworden. Also aufnahmenmäßig ist der Marsch vor 4 Wochen schon fertig gewesen. Aber ich konnte erst 2 Wochen später anfangen, weil ich noch im Urlaub war. Und jo. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall von den 2 Wochen, sagen wir mal insgesamt, 40 Stunden bearbeitet, getan, gemacht, verteilt auf diese ganzen Wochen. Auch sehr viel am Wochenende gegrindet und so. War auf jeden Fall interessant. Aber ich bin jetzt wirklich froh, dass ich noch heute fertig geworden bin. Ihr müsst euch vorstellen, das Video wird morgen früh sehr wahrscheinlich hochgeladen und wir haben gerade 21.17 Uhr am 10.11. Freitag. Morgen am Samstag, 11.11. wird das Ganze hochgeladen. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt noch exportieren und dann muss ich morgen extra früh aufstehen, damit wir das Ganze noch schön auf YouTube hochladen und das dann auch sehr wahrscheinlich um 9 Uhr hochgeladen werden kann. Aber dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Abend, was auch immer ihr jetzt gerade habt. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte, bitte, bitte eine positive Bewertung da. Mir hilft das wirklich sehr viel. Und wenn ihr Bock habt, einen Kommentar mit irgendeiner Challenge, was wir mal machen sollen oder irgendetwas. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao, ciao.